Ist eine Billigmarke, bloß von Netto, aber... Das ist meine Lieblingsmarke für Cola-Mix, also Cola-Orange. Meine Lieblingsmarke. Und da hinten. Die Qual, ich wusste nicht, wo ich jetzt immer noch nicht weiß, was los ist. Jetzt, zeig mir doch mal. Hier. Da. 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 Ja. Dann mache ich das jetzt genau so. Ach, ich glaube, ich weiß wie. Ich kürze hier mal kurz ab. Das darf ich ja. Das habe ich einfach übersehen gerade. Ich war schon richtig. Nämlich einfach hier rum. Ich habe es einfach übersehen. So. Und hier hoch. Das würde ich mich gar nicht trauen. Obwohl, wahrscheinlich schon. Ich bin relativ verrückt. Die meisten Leute, die mich kennen, wissen, ich bin verrückt. Ziemlich verrückt. Verrückt genug für sowas. Vielleicht. Ein bisschen Parkouring mag ich ja und mache ich ja. Ab und zu, ganz selten. Sieht sehr weit aus, der Sprung. Ist er eigentlich auch. Ja, voll schwer jetzt noch, ne? Geschafft. Geschafft. Ja, das war lustig, ne? Ui. Ja, du mich auch. Was für Mechanismen hatten die? Was für Mechanismen hatten die Leute damals? Ja, ihr Renaissance, ne? Renaissance, mein Arsch. Das ist lächerlich. Und wieder plündern. Plünder deine Vorfahren. Die brauchen das Geld nicht mehr. Ui, die ist das, die mit der Schlange. Ich habe ihren Namen vergessen, auch was sie gemacht hat. Eine Ägypterin war sie. Ja, doch, eine Ägypterin, würde ich ganz grob sagen. Ja, ja. Die liegt da drin. Da drin liegt sie. Wir beklauen sie einfach. Na, jetzt hör doch auf, dauernd auf Sachen drauf zu rennen. Klick, klack, tick, tschack, einmal im Kreis und Dankeschön. Respektlos, mach doch wenigstens wieder den Sarg zu. Und auch drauf rumzulaufen. Und was hat der für Bärenkräfte? Alter. Eieiei. Das Geheimnis von San Marco. Synchronisiert. Das Geheimnis wurde gelüftet. Unauffällig verließ er, stinkend aus einem Gully kriechend, die Basilika San Marco. Den Gully machst du wieder zu, aber den Sarg lässt du offen. Du mich auch. So, 5:50. Ist schon bald wieder vorbei. Vielleicht 10, 15 Minuten noch. Oder sagen, 15. Das heißt, schaffen wir doch noch was, oder? Komm, jetzt sprinten, schaffen wir es zur nächsten Mission. Ja, 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 es gilt als heilige Bürgerpflicht. Boah. Hallo. Och, ich wollte ihn eigentlich umrennen. Dann habe ich aber nur die Frau umgerannt. Ui, was ist denn hier los? Hä? Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchstpersönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Die Templer verfolgen, um ihr Treffen zu belauschen. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Oshiniko hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Doge mag mich nicht. No.
Warum traurig. Das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Eine was? Wie habt ihr mich genannt? Ein Schleimer. Schmeichler. Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretan, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist. Verdammt, aber sie gehen auch einfach weiter. Ich bin schlecht. Das ist mir jetzt zum ersten Mal passiert im Let's Play. Ihr könnt es nachprüfen. Also, wie geht's im Palast voran? Super. Offen gesagt, schwer. Bushiniko hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ja, ja. Ich weiß nicht. Er hasst es dich. Ist, der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Weil du ein Schleimer bist. Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer. Schmeichler. Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretan, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Ich mach doch gar nichts. Ich verstehe nicht, was Druck ist. Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Labertaschen. Nein. Und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche Ach, nur nee. Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Da könnte ich wieder rauf. Jetzt, was machst du denn? Das nervt teilweise echt. Langsam wird es blöd, ihnen zu folgen. Ist es noch weit? Seid doch nicht so weibisch! Na kommt, wo geht ihr hin? Zwischen denen könnte ich mich verstecken. So. Wo geht's hin? Ha? Wo geht's hin? Ah. Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Korrekt. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan? Jo. Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber ja. Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Was ist das für ein Typ? Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Ihr da. Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. So ist es am einfachsten. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift? Vetter, spielt. Aha. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Lenk die mal ab. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisierte. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht.
Kalmer, kalmer, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Ja, so das habe ich geahnt. Wissen, wählt ihr womöglich gar dass sowas passiert. Lass mich. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ich lass sie mal reden, ich rede gerade nicht so viel, ne? Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Dame. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Ja, Mädels. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Oh, oh. Schluss mit dem läppischen Geschwätz. Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Aha. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Jetzt belauschen wir den auch noch. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Was, Hilfe? Es muss aussehen, als wäre er seelisch im Schlaf. Natürlich, Meister. Kommt nicht hier dann. Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage. Aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Aha. War das jetzt Stichelei? Zu euren Diensten, Maestro. War es offensichtlich nicht. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Es ist nicht ganz so leicht, ja, denen zu folgen. Was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Okay. Mädels. Ja, war bene, war bene. Dann ist es entschieden. Also ihr seht euer aus, Anblick ist ein Fest für meine Augen. Mädels, beschützt mich doch. Oh, hat jemand mein Dienst gesehen? Der erkennt es doch sofort, der Spanier. Der Borgia, der erkennt uns sofort, wenn der uns sieht. Wo geht ihr hin? Gewürzen aus dem Osten handeln. Ein neuer Zoll wird erhoben, um die Kosten der Instandhaltung des Arsenales zu finanzieren. Weg mit dir. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. Vergebt mir, Maestro, aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Sie können doch nicht Seid dafür, meine Klinge an sie. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Korrekt. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut. Aha. Ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Er hat uns bemerkt. Enttäuscht uns nicht. Und wie der uns bemerkt hat. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen.
Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Ja. Weg sind sie. Ob der Doge gerettet werden kann, ist die Frage. Und wenn nicht, ist Venedig sehr bald in den sehr falschen Händen. Naja. Aber erstmal soll es für dieses Mal auch gut sein. Für diese Aufnahme. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Ich bin's, euer Ambanam. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Ciao.